Wir sind Federspiel, 7 Musiker, 6 Blechbläser, eine Klarinette, ein Holzbläser. Wir spielen seit 2004 gemeinsam, komponieren unsere eigene Musik. Wir greifen auf traditionelle Musik zu teilweise und machen unser eigenes Ding draus. Das Projekt mit Federspiel und dem Tonkünstlerorchester ist einfach aus der Idee entstanden, diese zwei Klangkörper zu fusionieren und die Musik speziell, die daraus entsteht, auf eine neue Dimension zu heben. Bei Federspiel geht es ja musikalisch ganz viel um traditionelle Musik einerseits, andererseits um Eigenkompositionen, die informiert sind von traditioneller Musik, auch Musik aus anderen Ländern. Unser Orchester hat ein tolles Musikvermittlungsprogramm, die Tonspiele. Das wird von der Lena Jäger geleitet. Sie hat das Konzept mitentwickelt und dieses Konzert mit dem Ensemble Federspiel in die Wege geleitet. Und auf die 2 und auf die 3 machen wir einfach nur 2 flach. Es war jeweils ein Tonkünstler und ein Mitglied vom Ensemble vorab in Schulen. Wir haben mit den Kindern ganz viele rhythmische Spiele gemacht, ganz viele musikalische Spiele. Es gipfelte dann in einem großen Mitmachstück, einen gesungenen Gstanzl-Text. Eine alte Tradition aus dem Ausseerland, die Tradition des Boschens, was nichts anderes ist, als rhythmisch in die Hände zu klatschen und hier verschiedene Geräusche zu erzeugen. Ich tue, was ich will und ich tue, was mich freut und ich scherme gar nichts um die Tratschatten leid. Was so viel bedeutet, dass jeder eigentlich machen soll, was er möchte, ein bisschen auf sein Herz hören soll und gar nicht so sehr an die kritischen Stimmen, die es vielleicht von außerhalb gibt, denken sollte. Lauthals mitgesungen, mitgeschrien, waren sehr euphorisch und es hat ihnen irrsinnig viel Spaß gemacht. Also das hat man wirklich mitbekommen auf der Bühne. Sehr cool arrangiert, sehr abwechslungsreich das ganze Programm mit Singen, mit Klatschen. Einmal kommt die Spieluhr vor, dann kommt eine Zither, dann kommt das Wasser vor. Früher hat es einfach noch keine Handys gegeben und niemand hat gewusst, wie man eigentlich jemanden kennenlernt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der ist da alleine am Berg oben gestanden und da hat es einen Trick gegeben. Er ist dann vor die Tür gegangen. Und hat einfach in die Welt gejodelt und gehofft, dass er eine Antwort bekommt. Das heißt, der Jodler wurde früher als Kommunikationsmittel genutzt. Wenn ich da so in die Runde schaue, dann sehe ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen ganz schön weit weg sitzen. Wenn Sie etwas von Ihren Kolleginnen wollen, müssen Sie dann auch manchmal jodeln? Naja, wenn ich jedes Mal jodeln müsste, hätte ich keine Stimme mehr. Aber die Kollegen schauen auf meine Bewegungen mit der Geige und mit dem Bogen. Ich unterstütze den Dirigenten zusätzlich, damit das Orchester noch besser zusammenspielt. Bist du angezogen wie ein Pinguin, der mir normalerweise meinen Kaffee serviert zu Hause? Das ist unsere Orchesteruniform. Alle Männer im Orchester haben diesen Anzug mit Flügeln an, der heißt Frack. Und alle Frauen im Orchester haben ein schwarzes Abendkleid an. Das würde nämlich komisch aussehen, wenn wir 70 Musiker jeder was anderes anziehen würde. Bei euch ist es aber so, ihr habt jeder was an, was die Mama gerade gebügelt hat wahrscheinlich. Richtig. Landler-Thema, früher eher in gemütlichem Zusammensein und immer mehrere Leute und die haben dann immer abwechselnd hin und her gespielt und jedem ist eine Melodie eingefallen, bis keiner mehr weiter gewusst hat und dann war es irgendwann aus. Es gibt sehr viele Komponisten, die haben ja auch Volksmusik verwendet, zum Beispiel Gustav Mahler in seiner ersten Symphonie, der hat einen Landler verwendet.
Die kürzeste Maler 1, die Sie hier jemals hören werden. Matthias hat einen Papierstreifen, der ungefähr 1,5 Meter lang ist, und in diesem Papierstreifen hat er 633 Löcher gestanzt. Dieser Streifen wird dann durch diese Uhr gezogen und wird mit Metallzungen zum Klingen gebracht. Dem Matthias sein Lieblingsmärchen ist das vom standhaften Zinnsoldaten und der kleinen Ballerina. Und ihr wisst, die beiden sind unsterblich ineinander verliebt. Und diese kleine Ballerina, die steht normalerweise auf dieser Spiele und dreht sich und tanzt mit der Musik. Es war für uns ein ganz besonderes Projekt, weil diese Fusionierung aus klassischem Symphonieorchester und wir als Bläserensemble so noch nie stattgefunden hat. Es wurde ganz spielerisch durch dieses Programm geführt, sehr viele Bilder im Kopf erzeugt. Diesen Funken zu übertragen auf die Kinder oder die wirklich auch aktiv teilhaben zu lassen, ist auch ein befriedigendes Gefühl. Also das ist schön, wenn man das Gefühl hat, es entsteht was gemeinsam. Das ist auch das, was heute Vormittag im Konzert bei den Kindern passiert ist. Dass plötzlich 1000 Kinder eine Melodie singen können und dann Federspiel, Orchester und Kinder eins wird. Und dieses Gefühl von, wir machen was gemeinsam, ist ein extrem schönes Gefühl. Und das hat funktioniert und ist aufgegangen.